Gut und willkommen beim Whisky Bubbler. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet hier bei mir. Und heute habe ich ein Blind Tasting dabei. Man kennt es immer wieder, man kriegt ab und zu mal ein Sample geschickt. Hier hat der Sascha mir im Austausch sozusagen mal ein Blind Sample rübergeschossen mit ein paar anderen leckeren Malts. Vielen Dank dafür. Er hatte das Video vom Vorort gesehen, hat mich einfach mal angeschrieben. Und da habe ich ihm ein Sample zugeschickt. Und ja, ich habe auch was Nettes zurückbekommen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Hier klassisch in einem Umschlag sozusagen verschlossen die Lösung von dem Malt, der hier drin ist, und das Sample. Ich werde mir jetzt einschenken, verriechen, verschmecken und dann schauen wir mal, ob ich es lösen kann. Mal schauen, was drin ist. So, dann möchte ich ihn mir mal einschenken. Sascha, ich bin gespannt. Ich hoffe, du hast es mir nicht zu schwer gemacht. Das ist ja randvoll, das Sample. So. Ja. Machen wir es ganz rein, was soll's. Ich habe mir hier mein großes Sample-Glas. Oh, ist ja süß. Gerade was auf die Finger gekriegt. Wenn man Whisky auf die Finger kriegt, ist ein kleiner Tipp vielleicht, finde ich immer. Dann sieht man, das Aroma entwickelt sich nochmal anders. Gerade bei rauchigen Malts kann man so, finde ich, auch ganz gut manchmal so ein Artback oder Laphroaig unterscheiden. Braucht man das? Nicht wirklich, aber wenn man mal an die unabhängigen Abfüller ran will, wo man nicht weiß, was es ist, da ist das manchmal spannend. Gerade wenn man so ein Classic of Isla oder so, kann man da ein bisschen vergleichen. Oh, das wirkt für mich wie ein Finish oder eine Reinreifung in einem ganz süßen Fass. Bin gerade gespannt, ob das überhaupt ein Schotte ist. War nämlich ein bisschen an einen Glenales von der Nase erinnert. Aber jetzt nur im ersten Eindruck. Ich will noch nicht so weit gehen, dass ich sage, das ist ein deutscher Whisky. Ja, diese Fasssüße, das sind entweder ganz extrem. Also er wirkt erstmal, wenn ich ihn beschreibe, süß. Eine Weinnote ist das. Für mich jetzt erstmal kein Portwein, sondern eher so ein Madeira Masala Wein. Rauch hat er nicht. Süß. Hinten dran was leicht Herbes. Ja. Das ist ja, also ich glaube, den Mal, bin ich gar nicht sicher, ob ich den schon mal im Mund hatte. Von der Nase würde ich jetzt auch sagen, das ist kein typischer Schotte. Ja, was kann das sein? Das kann natürlich dann ins Ausland gehen, ne? Muss auch kein Deutscher sein. Bei den Deutschen, bei den Glenales habe ich es halt oft, dass die von den Fassauswahlen einfach hingehen und ganz viele verschiedene Weinfässer nehmen, um eine gewisse Komplexität zu erzeugen, um nicht so langweilig zu schmecken wie viele andere deutsche Brennereien. Das soll jetzt keine Kritik gegen Deutsche grundsätzlich sein, aber manchmal habe ich das Gefühl, macht ein bisschen was draus. Und Stück für Stück wird es auch. Also das merkt man, die eine oder andere Brennerei bringt richtig leckere Malts raus. Da kommt jetzt so eine Schokonote noch durch. Vom Alkohol durch das Glas wirkt es jetzt ein bisschen extremer, könnte 46 sein, kann aber auch eher in die 50 fast stark gehen. Also wirkt ein bisschen stärker als 46. Ich probiere es mal. Ja, so eine Rosine. Jetzt hinten raus. Ja, nicht Rosine. So eine Pflaume. Hinten, am Anfang brennt es. Dann recht süffig. Ich würde jetzt sagen, es ist doch kein Deutscher. Ansonsten würde es mich überraschen. Dann ist es schon so ein High-End von den Deutschen in den älteren Jahren. Könnte für mich auch so ein Amrut sein. Oder wenn es ein Schotte ist, da müsste es Etrodauer sein. Das sind die einzig Verrückten, die irgendwie so krasse Aromen da irgendwie ranzaubern. Ja, Schokolade, süß. Erinnert mich ein bisschen an die Cozy Winter Abfüllung von Glenales. Ist aber nicht so süß. Den hatte ich süß in Erinnerung. Da gab es eine zweite Version, das könnte es natürlich sein. Ansonsten sowas wie ein Amrut Porta Nova vielleicht. Kavalan können natürlich auch die Standardabfüllung vom Kavalan sein. Jetzt nicht die Solist.
Schwierig. Also, ich lege mich fest. Kein Schotte. Kein Ire. Entweder ist es ein Indisch-Taiwan oder ein Deutscher für mich. Der Malt schmeckt mir gut, sehr lecker. Er ist sehr süß. Entweder ist es totale Überlagerung. Jetzt überlege ich gerade, es gab ja auch diesen Diensten 10px. Den habe ich nie probiert. Der könnte es auch sein dann vielleicht, weil da habe ich gehört, der soll auch so extrem sein. Weiß ich nicht. Volumenprozente so um die 50%. Ich versuche mein Glück mit den Deutschen. Eine Sonderabfüllung von Glenelg. Irgendein Special, vielleicht diese Casino Edition. Dabei belasse ich die. Ansonsten vielleicht der Kavalan als zweites oder so ein Amrut, aber einen nahe zuzuschätzen, weiß ich nicht. Muss ich mich geschlagen geben. Sehr kompliziert. Ich bin gespannt, ich mache jetzt mal auf. Ist immer noch lang da. Also schöner Malt. Ich hoffe, es ist jetzt kein Schotter. Ansonsten bin ich sehr überrascht, was das für eine Brennerei sein soll. Ah, Glenelg, Malaga. 5 Jahre. Oh, da schwärmt mein Arbeitskollege immer vor. Ein Gruß, ne? Der sagt immer, der Glenelg Malaga. Lecker, lecker, lecker. Ja, toll. Ich lag gar nicht so falsch. Also, das Aroma kannte ich tatsächlich, hat mich an diesen Kursi Winter dann ein bisschen erinnert. Ob das jetzt ein Amrut Kavalan ist, die Solists waren es jetzt nicht für mich. Die anderen kenne ich jetzt auch nicht so im Detail. Ein Amrut, die sind auch immer sehr extrem. Aber dieses hinten raus, manchmal bei Glenelg, finde ich, dieses Aroma könnte so typisch sein. Also, daher habe ich es jetzt assoziiert. Auf den Malaga selbst wäre ich nie gekommen. Volumenprozente hat er 47,7, also auf die 50 zugehen. Oh, lag ich doch gar nicht so schlecht. Das war es auf jeden Fall für mir mit dem Whisky-Bubbler. Vielen Dank, Sascha, für dieses tolle Sample. Werde ich jetzt noch austrinken und bis demnächst. Tschö!